Die Band Kalush Orchestra brachte der Ukraine den Sieg beim Finale des Eurovision Song Contest in Turin. Mit ihrem Lied Stefania siegte die sechsköpfige Gruppe mit großem Vorsprung. Vor allem dank der Publikumswertung. In fast jedem Land gaben die Zuschauer den Ukrainern 12 Punkte. Rückenwind gab es auch von der musikalischen Konkurrenz. Viele Künstler solidarisierten sich während der Show mit der Ukraine. Der Eurovision Song Contest sendet den Sound des Friedens in die Welt, nicht nur den Sound of Beauty, wie das diesjährige Motto lautete. Eine klare Botschaft der Solidarität für die ukrainische Band Kalush Orchestra. Die hat nach ihrem Auftritt nochmal um internationale Unterstützung gebeten. Ich bitte Sie alle, bitte helfen Sie der Ukraine und Mariupol. Der ESC, sonst ein unpolitischer Musikwettbewerb, hat Flagge gezeigt, die Halle blau-gelb. Viel Solidarität erfuhr die Ukraine auch von anderen Musikern bei dem Wettbewerb. Der deutsche Teilnehmer Malik Harris zeigte am Ende seines Auftritts kurz die ukrainische Flagge. Rockstars hat es in Deutschland in die Top 10 geschafft, beim ESC ist es auf dem letzten Platz. Sieger der Herzen, Italien. Mahmut und Blanco haben ein großes Gesangsstück abgeliefert und die ganze Halle in Stimmung gebracht. Und Italien hat einen glamourösen ESC veranstaltet. Die ganzen Tage bis heute vor Ort in Turin war und ist mein Kollege André Schünke. André, das Kalush Orchestra aus der Ukraine hat also tatsächlich den diesjährigen ESC gewonnen. Verdient? Definitiv verdient. Die Buchmacher hatten es ja vorhergesagt, dass das Kalush Orchestra gewinnen würde. Es gab dann noch so ein bisschen Hoffnung bei Großbritannien zum Beispiel, bei Italien, bei Schweden, dass man vielleicht noch dran vorbeiziehen würde. Und es sah auch lange danach aus, gestern Abend in diesem Finale hier in Turin. Denn Großbritannien lag ganz lange vorne, als es noch um die Jurypunkte ging. Aber das Wertungssystem ist ja so, dass am Ende die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden. Die Punkte, die also europaweit vergeben wurden, bei fast 200 Millionen Fernsehzuschauern. Und da hat sich dann nochmal alles gedreht, denn da gab es für die Ukraine am Ende so viele Zuschauerpunkte wie noch nie in der Geschichte des Eurovision Song Contest. Weit über 400, das war dann nicht mehr einzuholen. Die Ukraine also verdient vorne, und zwar auch, weil es ein wirklich guter Song ist, der alle Qualitäten hat, die so ein ESC-Song haben muss. Also da ist Rap drin, da ist Hip-Hop drin, da wird weißer Gesang geübt, gemacht von einem ukrainischen Mann diesmal. Sonst ist weißer Gesang eigentlich eher was Frauen machen in der Ukraine. Und dazu dann auch noch eine verrückte Flöte. Flöten gehen ja irgendwie immer beim Eurovision Song Contest. Und ein cooler Beat zum Schluss. Also das war das Gesamtpaket, was hier erwartet wurde, und hat verdient gewonnen am Ende. Die Ukraine befindet sich im Krieg. Als Gewinner darf das Land als Gastgeber den nächsten ESC austragen. Wie realistisch ist das denn? Also sagen wir mal so, momentan aus dieser Sicht ist es natürlich komplett unrealistisch, dass in der Ukraine irgendeine Großveranstaltung stattfindet, und es ist der größte Musikwettbewerb der Welt. Aber das ist auch ein politisches Signal, dass das Land gestern schon direkt in der Pressekonferenz gesagt hat, wenn überhaupt, dann bei uns im Land, wir wollen das in Kiew machen. Ich konnte noch mit der ukrainischen Delegationsleiterin kurz ein Interview führen. Und das war dann schon sehr, sehr emotional, weil sie gesagt hat, wir hatten ja schon mal diesen Song Contest bei uns im Land. Und er wird im Mai stattfinden. Der Mai ist der schönste Monat in Kiew, hat sie gesagt. Und sie hofft so sehr. Und dann verbrach ihr die Stimme weg und es liefen nur noch die Tränen. Das hatte ich lange nicht in einem Interview. Schauen wir noch mal auf den ESC. Was waren denn sonst noch starke Beiträge? Also wie schon erwähnt, Großbritannien hätte es auch durchaus werden können, vielleicht wenn man die ganzen Umstände mal weglässt. Spaceman heißt der Song von Sam Ryder. Ein sehr sympathischer Typ, ich sag mal Hipster mit langen Haaren und Bart, der vorher schon auf TikTok für viel Aufsehen gesorgt hat. 12 Millionen Follower hat er dort. Wir sehen es jetzt gerade, das war schon auch eine beeindruckende Inszenierung, Spaceman mit so einer Art Raketenstartrampe aus LED-Streben. Das kam sowohl in der Halle als auch offensichtlich bei den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern sehr gut an. Musikalisch lohnt sich definitiv auch noch ein Blick auf Schweden. Cornelia Jacobsen mit einer souligen Stimme, fast so ein bisschen in Richtung Bonnie Tyler gehend. Eine sehr reduzierte Inszenierung. Barfuß auf der Bühne, offensichtlich auch immer ein ganz gutes Zeichen beim Eurovision Song Contest, ohne Schuhe auf die Bühne zu gehen. Das gibt am Ende viele Punkte. Aber es hat natürlich jetzt nicht für den Gesamtsieg gereicht, weil es einfach ein Fantasy für die Ukraine war in diesem Jahr hier in Turin.
Kann man damit schon zusammenfassen, es ging beim diesjährigen ESC eigentlich hauptsächlich um die Politik, also ein Eurovision Politics Contest, oder ging es dann doch mehrheitlich doch mehr um die Musik, gerade du, wenn du die gesamte Veranstaltung gesehen hast? Also im Vorfeld ging es schon sehr stark um Politik. Es gab eigentlich im Grunde kein Interview, keine Pressekonferenz, bei der nicht nach der Ukraine gefragt wurde, bei der die Situation keine Rolle gespielt hat. Die Ukraine hat ja auch gemeinsam mit unserem deutschen Sänger Malik Harris hier performt beim offiziellen deutschen Botschaftsempfang in Turin. Das war auch schon sehr, sehr beeindruckend. Also große Solidaritätsbekundung schon im Vorfeld. Während der Veranstaltung sind politische Statements ja eigentlich nicht erlaubt. Die Veranstalter haben sich das aber ganz gut überlegt, wie ich finde. Sie hatten gleich zu Beginn der Veranstaltung das ganze Publikum gemeinsam mit einer Band Give Peace a Chance von John Lennon singen lassen. Damit war dann im Grunde, ich sag mal, der rote Faden für die Show vorgegeben, und das zog sich dann so durch, dass es immer mal wieder kleinere Bekundungen gab. Ja, und im Beitrag haben wir es vorhin schon gesehen. Ich fand es ein großartiges Zeichen von unserem deutschen Künstler Malik Harris. Der hat auf seine Gitarre Peace draufgeschrieben, dazu die ukrainische Flagge. Das hat er sich selber ganz kurz vorher überlegt und hat uns auch hinterher im Interview gesagt, ich musste das nutzen einfach, diese Gelegenheit, wenn man schon mal so eine große Bühne hat, noch mal einmal zu sagen, wir brauchen Frieden auf dieser Welt. Und da wollte er einfach ein Zeichen setzen, fand ich eine große Klasse von ihm. Wenn man auf die Zahlen schaut, Malik Harris hat 6 Punkte bekommen, er landete auf dem letzten Platz. Das klingt so, als ob er den Nerv der Jury und vom Publikum so gar nicht getroffen hat. War das im Vorfeld schon abzusehen? Kommt drauf an, wie man fragt. Tatsächlich war der Song ja bei uns in Deutschland im Radio oder ist nach wie vor ein großer Radiohit. Der läuft rauf und runter, sowohl bei öffentlich-rechtlichen als auch bei privaten Sendern. Malik Harris ist super beliebt bei Journalisten, weil er einfach ein ganz, ganz sympathischer, toller Kerl ist. Man kann wirklich nichts Negatives über ihn sagen. Er hat auch vorab in den Proben jeden Ton getroffen. Die Inszenierung war ja schon auch besonders, war nochmal anders, als was die anderen Länder gemacht haben. Sehr reduziert, diese Studioatmosphäre auf der Bühne. Aber am Ende war wahrscheinlich, ja, da hat es sich nicht genug abgehoben gegenüber den anderen. Man kann in die Köpfe der Zuschauerinnen und Zuschauer nicht reingucken, der Jury ist auch nicht. Wir hätten ihnen, glaube ich, alle mehr gegönnt. Und ja, mal sehen, wie es dann im nächsten Jahr weitergeht mit dem Eurovision Song Contest und der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten. Noch ein Blick auf die Kuriositäten. Der ESC ist ja bekannt dafür, dass es auch immer Hingucker und auch Hinhörer gibt. Was gab es denn dieses Mal? Sehr schön, dass wir zu dieser Frage noch kommen. Lass uns mal ein paar Wölfe angucken. Hier liefen Menschen rum in gelben Wolfskostümen, die auch jede Veranstaltung für sich eingenommen haben. Die sind auch bei der Deutschen Botschaft vorbeigekommen. Sie haben sich überall in Interviews reingedrängt. Ganz cooler Song. Der wird, glaube ich, auf jeden Fall ein Partyhit werden mit einem total bescheuerten Titel, Give That Wolf a Banana, damit er nicht die Großmutter ist. Kann man sich jetzt bei denken, was man will, aber es gibt auf jeden Fall eine tolle Handchoreografie, die man dazu machen kann. Ich glaube, das werden wir noch auf der ein oder anderen Sommerparty erleben, dieses Lied. Genauso wie den Song aus Rumänien, der Geheimfavorit der deutschen Delegation, hat Malik Harris auch durchaus mal im Bus mitgesungen, wenn die Stimmung gerade nicht so gut war. Yamame, Yamame singt der rumänische Sänger auf Spanisch. Da gab es hier großen Jubel in der Halle, als er überhaupt ins Finale gekommen ist. Da mussten sich ja im Halbfinale erstmal durchsetzen. Das war wirklich so ein bisschen der Underdog hier beim Eurovision Song Contest in Turin. Am Ende haben ihm alle gegönnt, aber besonders weit vorne ist er dann doch nicht gelandet. Aber ich glaube, wir werden ihn alle irgendwann im Ohr haben diesen Sommer. Der diesjährige ESC hinterlässt also vielerlei Spuren. Vielen Dank, André Schünkel, direkt aus Turin. Vielen Dank für deine ganzen Informationen und Einschätzungen.